Hast du angefangen mit Melodien vom ersten bis ins vierte Bund, spielst schon Akkorde wie A-Moll, E-Moll, C-Dur und G-Dur und fragst dich nun, wie es mit dem Rest des Griffbretts ist, dann bist du genau hier richtig. Denn heute wollen wir klären, was eine Lage ist und ich werde auch noch ein paar praktische Übungen zeigen. Los geht's! Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Rolf. Ich bin Musikschulleiter und auch Buchautor. Falls du dich für meine Bücher interessierst, ich packe dir einen Link unten rein. Heute geht es aber um das Thema Lagenspiel und was man so alles falsch machen kann mit seinen Fingern, wenn man in den höheren Lagen unterwegs ist. Aber lass uns erstmal reinschauen und genau gucken, wie das ist mit der Lage. So, ja, nachdem ihr jetzt meine Finger gesehen habt, hat sich eigentlich der Lagenbegriff schon erklärt. Ich versuche nämlich immer, mit jedem Finger einen Bund zu erwischen. Das heißt, wenn ich jetzt in der fünften Lage bin, das ist übrigens der Zeigefinger, bestimmt darüber, wo die Lage ist. Also wären wir jetzt hier, dann würde es halt die dritte Lage sein. Wären wir jetzt hier, wäre es die fünfte Lage, hier die sechste Lage. So, und es ist so, bei allen Saiteninstrumenten versuchen wir immer, einen Finger nach dem anderen auf das Griffbrett zu legen und somit alle Töne gut hintereinander spielen zu können. Das hat den Vorteil, dass man viel ökonomisch oder ganz ökonomisch arbeiten kann und die Sachen ja viel flüssiger gehen. Dazu muss man natürlich darauf achten, dass die Finger sich nicht vom Griffbrett lösen. Also es sollte nicht sowas entstehen, dass man die Finger wieder wegnimmt. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Wippe oder sowas, sondern dass man sie liegen lässt. Und dann, also das Prinzip ist einfach kleine Bewegungen machen, ganz, ganz kleine Bewegungen. So. Das ist eigentlich schon die Erklärung zu der Lage. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie die Rückseite ist, weil der Daumen nämlich auch eine besondere Funktion hat. Die Rückseite, ja, der Daumen sollte bei unserer Bewegung immer mittig des Halses liegen und auch mittig sozusagen ungefähr beim zweiten Finger. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, wie man seine Finger zu halten hat in der Lage und wie man da am besten greift, stellt sich nun die Frage, was passiert eigentlich, wenn Töne dabei sind, die außerhalb dieser Lage sind? Was macht man denn dann? Hier habe ich ein paar Tipps für euch. Wenn sich ein Ton außerhalb unserer Lage befindet, was macht man da? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir einen Lagenwechsel. Das würde ich euch aber wahrscheinlich eher im nächsten Video vorstellen, also wie wir ganz entspannt über das Griffbrett gleiten können. Wenn man nur einen Ton hat, der jetzt sozusagen hier nicht in meiner fünften Lage drin ist, sondern nehmen wir mal an, im vierten Bund, da hilft folgende Herangehensweise. Wir spielen einfach los. Den Ton möchten wir haben. Das wäre schon, könnte man den kleinen Finger zum Beispiel einfach einen weitersetzen. Das erfordert natürlich ein bisschen Übung. Genauso kann man das auch mit dem Zeigefinger machen, dass man den unterstreckt. Wichtig dabei ist, dass die Hand ihre eigentliche Position nicht verliert. Das heißt, wir wandern dann nicht hier rüber, sondern lediglich der Finger versucht, aus der anderen Lage sozusagen den Ton zu spielen. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Übungen mit auf den Weg geben. Wenn ihr die regelmäßig, also kontinuierlich über einen längeren Zeitraum macht, werden die Finger beweglicher und ihr könnt einfach auch besser spielen nach einer Zeit. Viel Spaß dabei! Die erste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist eine Standardübung für die Gitarre und zwar wir versuchen alle Töne zu spielen, vom fünften Bund bis ins achte Bund, aber auf die hohe Seite. Das heißt, wir versuchen anzuspielen,
jeden Ton. Achte darauf, dass alle Töne sauber und ordentlich klingen. Anfangs würde ich euch vielleicht empfehlen, den Ton ganz lange klingen zu lassen. Der nächste. Das ist eine sehr anstrengend, wenn man das so lange langsam macht. Aber es hilft, die Hand richtig einzustellen und so weiter und so fort. Wenn das so laufen sollte, also wenn es schön langsam und läuft und klingt sozusagen dabei, dann kann man auch übergehen und es ein bisschen schneller machen. So, zwei Sachen gibt es zu beachten. Bei der Aufwärtsbewegung bleiben die Finger liegen. Das heißt, wir spielen halt nicht so, ich habe es ja schon erwähnt, sondern die Finger bleiben liegen und lösen sich erst jetzt, wenn ich auf der neuen Seite bin und den Ton spiele. In der Rückwärtsbewegung liegen ja noch alle Finger hier, hoffe ich mal. Und dann geht es wieder runter. Und jetzt setzen am besten alle drei Finger gleichzeitig auf. Das ist die erste Übung. Kommen wir nun zur zweiten Übung, eine etwas abgewandelte Übung und auch nur zu empfehlen für diejenigen, die die erste Übung schon sehr, sehr gut können. Nämlich, wir haben wieder unsere Grundstellung im fünften Bund und wir machen es jetzt so, dass wir den Zeigefinger nicht im fünften Bund starten lassen, sondern jeweils im vierten. Das erfordert schon ein bisschen mehr Kontrolle und genau, auch ja, die Streckerei mit dem Zeigefinger, da muss die Hand schon gut trainiert sein. Das Ganze geht auch, dann nehmen wir jetzt mal wieder den Zeigefinger in den fünften Bund, dass wir den kleinen Finger hier ins achte Bund holen. Ne, vom achten Bund ins neunte Bund, Entschuldigung. So, und das Ganze geht natürlich dann auch zurück. Ja, für ganz hartgesottene sozusagen, die können auch beides machen. Das trainiert vor allem die Finger. Ich hoffe, dieses Video hat dir Spaß gemacht und hat dich ein wenig weitergebracht in deiner Art zu denken und zu spielen. Bitte mach die Übungen regelmäßig und ja, über einen längeren Zeitraum, dann wirst du ganz schöne, bewegliche Finger bekommen. Hinterlass uns doch einen Kommentar oder abonniere unseren Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.